Ich muss Ihnen sagen, es tut mir so gut, so herzlich willkommen zu heißen. Es tut mir so gut, ich habe heute ein traumatisches Erlebnis gehabt. Ich bin mit dem Zug da. Sind Sie schon mal Zug gefahren? Ich meine nicht freiwillig, weil Sie haben müssen. Ich glaube, es gibt im Moment genau zwei Leute in dem Land, die Zug fahren müssen. Das bin ich und der andere ist der René Rindlisbacher. Mit dem Unterschied, dass mein Auto morgen aus der Garage wieder zurück ist und der Rindlisbacher ein GA gelöst hat. Aber das, nochmal, ich muss Ihnen sagen, ich weiss nicht, an was es liegt, aber die Leute in dem Zug, die machen das so, ich bin so vom Zürichland so Richtung Stadt runtergefahren, die machen das Schnurren. Das können Sie sich nicht vorstellen. Gut, dort, wo ich herkomme, dort zeigt man sich noch Grüezi auf dem Land. Die haben wirklich sehr komisch geschaut. Die kommen so zum ersten Mal erlebnismäßig in den Zug rein. Grüezi, grüezi, grüezi. Hey, ich mach das nie mehr. Leck mir mal schon. Und da habe ich so einen angeschaut und gesagt, Sie können Sie mir helfen. Der Zug der fährt schon auf Zürich. Haben Sie gesagt, was ist los? Sag ich, Scheiße, ja so, wenn ich dich anschaue, fährt er nicht dort ab, sondern auf den Friedhof. Oh. Mach ich nie mehr. Ist da eine Zeit gegangen, da ist die Bahnpolizei gekommen. Kennen Sie die Bahnpolizei? Der Typ Bahnpolizist. Das ist der Hammer. Das sind die, die die Aufnahmeprüfung weder bei der Kantonspolizei noch bei der Stadtpolizei geschafft haben. Zu der Securitas gehen sie nicht. Und gerade noch so knapp die Aufnahmeprüfung bei dieser Bahnpolizei geschafft haben. Wissen Sie, wie der geht? In welcher Hand sind meine Minüsli? Und dann die verschiedenen Dialekte in dem Zug. Ich meine, wir haben so schöne Dialekte. Es gibt halt so derartig, die sind vielleicht weniger, wie soll ich sagen, die anderen mir gegenüber. Ich hätte gerne ein Erdbeertörtli. Hey Leute, das klingt für mich so, wie wenn du mit den Kreiden an der Wandtafel hinterstehst drüber fährst. Ein Erdbeertörtli. In dem Moment wünschst du, dass du bei der Freiwilligen Feuerwehr schaffst, der Alarm losgeht und kannst davon säckeln. Es ist wirklich so, ich meine es ja nicht böse, aber seien wir mal ehrlich. Wir haben diesen Weg viel schöne Dialekte. Und es ist einfach wirklich nur cool in diesem Land. Aber warum denn ausgerechnet das Erdbeertörtli? Nein, es ist so, Leute, wenn ich daran denke, was wir für schöne Dialekte haben, da geht er einfach, da geht es unten auf. Da geht es dir nur gut, wenn du das hörst. Guten Abend, liebes Publikum. Recht herzlich willkommen. Das ist Eschbacher Live, direkt aus dem Zelt raus. Das ist dort, wo nicht nur der Comedy-Club oder die unglaublichen Gigglers umeinander hudeln, nein, an der Decke oben machen sie sogar auf Apribatik, so lange bis die Glocken anfangen läuten. Und die Menschen, die so eng gefercht übereinander zusammenhöckeln, auch zusammen wissen, das ist Eschbacher Live, schön seid ihr da, grüß euch miteinander. Leute, ich muss euch sagen, es gibt so schöne Dialekte in diesem Land. Wenn das was so richtig Wallis runterfährst, gell? Und die Menschen das übergebützt und targetan tun miteinander ein halbes Gläschen Fondant gesäufen. Haben Sie irgendetwas verstanden? Ja, was? Ja, ich weiss ja gar nicht, was ich sage. Was schnurst denn du, Alter? Aber es tönt gut. Im Gegensatz zum Erdbeertörtli. Wobei, Leute, ich muss eine Lanze brechen. Ich meine, es gibt sehr wahrscheinlich keinen anderen Dialekt in dem Land, wo er so viel Kult geschrieben hat wie die. Da sind wir mal ehrlich. Da gibt es zum Beispiel einen, Moment, ich komme gerade, Achtung. Madame, Sie haben mich erkannt. Kein Wunder, hau Sie Leute nicht an. Nationalturner, Olympiasieger, Multimillionär, große Villa auf Gran Canaria,
Gott verdammt, 125 Millionen am Arsch, aber ich zu wenig Leim am Schnauz. Ja, nein. Sorry. Das ist ja pure Heißung. Muss ich nicht sagen, ich bin ja gerne mit schönen Menschen zusammen. Alle schöne Menschen. Ich bin der Schönste von allen, bin Olympiasieger. Ich bin ein Mann von Welt. Ich weiss alles über moderne Kommunikation. Aber ich habe sie nicht gern. Ich rede gern mit den Leuten. Fetze zu Fetze, verstehst du? Das ganze SMS-Zeug und der Hashtag und all den hohen Seich, das ist sowieso ein Wort, das ich nie wird sagen. Hashtag. Unanständiges Wort. Ich bin Mann von Welt. Ich rede anständig. Ich bin Olympiasieger. Hashtag. Madame schaut mich an, völlig unverständnisvoll, ist mir schon klar. Sie brauchen den Hashtag bei jedem Post, den sie auf Instagram oder Facebook machen. Aber sie ist unanständig. Stell dir vor, ich kenne dich nicht, komme zu dir und sage, und Hashtag. Na Leute, ich sag doch,